Ich bin's, Coach Keric, und ich möchte dir in diesem Video erzählen, wie ich vom broken Fußballspieler zum Selfmade-Spielerberater geworden bin. Also, das Spielerberater werden war nicht so bei mir geplant. Eigentlich habe ich mich schon immer interessiert für diese Fußballmanager, damals hieß es ja Fußballmanager, die Spieler von einem Verein zum anderen Verein bringen. Schon als Jugendlicher habe ich besondere Zeitschriften gekauft, die immer wieder einen Fußballmanager erwähnt haben. Und ich habe mir sogar diese Namen dieser Fußballmanager oder Spielerberater aufgeschrieben. Eines Tages, damals habe ich noch in Kroatien gespielt, bin ich sogar in Zagreb extra zu einem Hotel gefahren, um mal einen berühmten Spielerberater persönlich kennenzulernen. Ja, und ich bin ins Hotel rein, habe gefragt, wo ist denn dieser und dieser Spielerberater, wo ist denn sein Office oder Büro? Und dann haben die mir ein Zimmer gezeigt. Das war ein ganz normales Zimmer, kein großes Office, wie ich mir das vorgestellt habe. Und angeblich arbeitet er aus diesem Zimmer. Keiner war da, ich habe ihn auch persönlich nicht kennenlernen können, aber ich war fasziniert mit einer Erkenntnis. Ich habe gesehen, dass man nicht einmal ein großes Büro braucht oder was weiß ich, ein großes Gebäude, um ein erfolgreicher Spielerberater zu werden. Und das hat mich auch sehr, sehr inspiriert, später, wo ich broken war als ehemaliger Spieler. Broken heißt sich sehr, sehr krass an, aber ich habe jährlich über 100.000 Euro verdient. Und damals, das war Winterzeit, hat mich der Verein entlassen, weil ich war verletzt. Ich habe eine schwierige Verletzung gehabt und eigentlich habe ich noch Vertrag gehabt. Eigentlich habe ich noch 2 Jahre Vertrag gehabt, aber von heute auf morgen kam ein neuer Trainer und sie haben mir einfach mitgeteilt, dass der Trainer Spieler braucht, die gleich mitziehen können und dass ich halt, ja, mit dieser Verletzung nicht in dieses Konzept passe und dass ich einfach keinen Vertrag mehr habe. Also die haben mir schon eine kleine Abfindung gegeben, aber ich war von heute auf morgen auf der Straße. Ich hatte keinen Verein, ich war verletzt. Was sollte ich denn machen? Und in diesem Moment habe ich mich entschieden, im Fußballbusiness dabei zu bleiben. Also ich wollte nicht raus aus dem Fußball, weil das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich kenne und mit 6 Jahren schon leidenschaftlich gemacht habe. Also habe ich überlegt, was kann ich denn tun? Was habe ich denn als Mehrwert? Und ich habe erkannt, dass ich ein sehr, sehr großes Netzwerk habe an Fußballspielern, die ich kenne und mit denen ich sehr gut befreundet bin. Und auf der anderen Seite 5, 6 Vereine hatte, in denen ich schon gespielt habe und in jedem Verein eine sehr, sehr gute Verbindung immer noch stehen würde. Und bei jedem Verein habe ich mich sehr, sehr gut, sage ich mal, verabschiedet. Ich habe immer Leistung gebracht und ich bin ein ehrlicher Kerl. Also habe ich mich entschieden, erstmal zu verstehen, wie das Geschäft läuft und dann auch versuchen, den einen oder anderen Freund von mir zu vermitteln zu einem anderen Verein. So bin ich eingestiegen erstmal in das Scouting. Also ich habe natürlich ein sehr gutes Auge gehabt für gute Spieler und ich war schon längere Zeit verbunden mit einem der Pionieren im Scouting hier in Deutschland, mit dem Herrn Dremmler vom 1. FC Bayern München. Und so habe ich auch angefangen, Spieler für ihn zu sichten. Damals noch auf dem Balkan, noch in Kroatien. Und es kam wirklich zu einer sehr guten Zusammenarbeit. Und ich habe auch einige sehr talentierte Spieler gefunden für ihn, so dass er sehr zufrieden war mit meiner Arbeit und hat mich dann zu anderen Vereinen noch empfohlen, so dass ich langsam als Scout verstanden habe und gesehen habe, wie das Geschäft als Spielerberater auch läuft. Okay, ich kam langsam hinter die Bühne. Und ja, muss auch ehrlich sagen, ich war sehr fleißig. Ich habe immer sehr viel recherchiert. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen und ich habe mich auch sehr viel ausgetauscht. Habe auch sehr oft meine Informationen einfach mal so umsonst für lau weitergegeben. Und das hat mich auch sehr schnell in der Szene, sage ich mal, hochgebracht. Ich wurde Experte für einen gewissen Bereich und für eine gewisse Art von talentierten Spielern. Das war mir aber nicht genug. Ich habe auch angefangen, langsam meine Spieler oder meine Freunde, die ich kannte, als Spieler zu verpflichten und in den ein oder anderen Verein unterzubringen. Ja, sehr schnell bin ich auch zur ersten Prüfung gegangen für einen FIFA License Player Agent und das war unten in Kroatien, in dem Heimatland meiner Eltern. Ja, ich bin da gekommen, zu der Vorstellung und zu der Prüfung. Auf einmal habe ich erkannt, dass da so viele ehemalige bekannte Spieler waren. Da waren auch sehr viele Anwälte, die ich jetzt so nicht
von früher kannte, aber die haben sich vorgestellt. Und alle haben mich komisch angeschaut, haben gesagt, was machst du denn hier? Du bist doch noch jung für einen Spielerberater. Da habe ich mir gedacht, das kann vielleicht sein, aber ich möchte Spielerberater werden, auch wenn ich 30 Jahre alt erst war. Und so bin ich auch in die Prüfung reingegangen. Die Prüfung war sehr, sehr streng, muss ich euch sagen. Leute sind aus Geneva gekommen, vom Sitz der FIFA, haben da ganz genau hingeschaut, wie die Prüfung abläuft und haben sogar 10 Extrafragen aus der FIFA mitgebracht, so dass der Plan einiger, ja, sage ich mal, berühmten Spielern damals, die ich vorher auch ein bisschen gesprochen habe im Warteraum, dass das schon irgendwie laufen wird und dass sie die Lizenz schon irgendwie kriegen, nicht so aufgegangen ist. Also wir waren da ungefähr 35 Teilnehmer und ich habe diesen Test sehr gut abgeschlossen. Ich muss sagen, ich habe mich auch dafür vorbereitet. Damals gab es noch nicht so viele Informationen online, aber heute gibt es immer noch nicht die wichtigsten Informationen online. Deswegen habe ich auch meine Spa Akademie mit Online-Kurs gegründet und dies, by the way, die einzige im deutschsprachigen Raum, die eine Spielerberaterausbildung hier anbietet, zusammengekuppelt mit Fußball-Scout-Ausbildung. Und ja, nach 2 Wochen wurden wir wieder einberufen, dass man uns die Ergebnisse gibt. Von diesen 35 Teilnehmern haben es nur 2 geschafft, die Prüfung zu bestehen und eine FIFA-License zu kriegen. Das war damals 2002. Ja, und einer dieser 2 war ich auch. Und unter anderem war ich einer und bin immer noch, denke ich mal, heute der jüngste FIFA-lizenzierte Spielerberater in Kroatien mit nur 30 Jahren. Und wir waren in diesem Moment nur 10. Nur 10 im ganzen Land. Also das war der Anfang meiner Spielerberaterkarriere. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir das sehr, sehr hart erarbeitet. Ich sage auch immer, mit Massive Action und mit Disziplin kannst du alles erreichen. Und ich habe das umgesetzt. Ja, bin sehr froh, auch heute euch meine Erfahrungen aus diesen 20 Jahren Spielerberatung und ja, auch Fehler weiterzugeben. Wer sich natürlich für dieses Thema interessiert, so wie ich mich damals interessiert habe, der kann hier aber viel einfacher zu Informationen kommen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, kommt auf meine Seite www.mirsadkeric.de. Da könnt ihr eine Fallstudie sehen, die ich aufgelegt habe. Aber ihr könnt da auch ein Geschenk erhalten. Das Geschenk ist ein E-Book, das heißt die 6 wichtigsten Schritte zum Spielerberater. Ihr könnt es euch da runterladen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, mit mir oder mit jemandem aus meinem Team auch in Kontakt zu kommen und mal abzuchecken, ob wir euch helfen können und dass wir auch mal sehen, ob ihr geeignet seid für unsere Spa Academy Familie, dann schaut einfach mal rein. Der Link auf die Seite wird hier unten auch irgendwo verlinkt und mich würde es freuen, dass ihr vielleicht auch ein neuer Spielerberater sein wird, der ja die Szene aufmischen kann und der bei uns in unserer Spa Academy Familie richtig gut aufgehoben ist. In dem Sinne, Gruß von eurem Coach Keric und let's create the future together. See you.